und sie haben viel besser gespielt. Sie haben die Mittelfeld komplett kontrolliert. Was, aber wenn es wirklich Konzentrationsproblem ist, woran liegt es dann? Hat ist zu tun, dass der Dahli dann schon die Meisterschaft bekommen hat und von daher war die Konzentration weg. Die zweite Frage ist, was sagen Sie zu Hussein Shahid, was er gemacht hat, dass er eine Ohrfeige gegeben hat für einen Spieler von Pyramids? Und das ist, haben wir alle gesehen und das ist nicht sportlich. Und was sagen Sie zu seinem Verhalten und werden Sie ihn dafür bestrafen? Okay, es ist natürlich so, dass wir haben alle Titel geholt, die wir holen können hier in Ägypten. احنا اول بس حاجه عشان نبقى واضحين احنا حصلنا على كل البطولات اللي احنا دخلنا فيها اصلا. Und die Meisterschaft ist gelaufen. والدوري خلاص خلص واحنا خدناه. Und wir haben jetzt irgend 9 Punkte, glaube ich, Vorsprung. متهيألي ان احنا متقدمين كمان بتسع نقط عن المنافس. Pyramids ist fertig mit der Meisterschaft. Wir haben noch ein Spiel. Pyramids خلص الدوري بالنسبة له خلاص ماتشات الدوري احنا لسه عندنا ماتش. Also sie können nicht mehr näher kommen. فهم خلاص مش هيقدروا يقربوا مننا أكتر من كده، فرق النقط خلاص زي ما هو. Wir haben bis jetzt jedes Spiel gegen sie gewonnen. احنا كل ماتش ضدهم كسبناه. Jetzt haben sie gewonnen. Sie hatten riesen Freude. وبعدين هم كسبوا النهاردة واحتفلوا بعدها احتفال كبير جدا. Sie haben keinen Pokal gewonnen, sie haben uns nicht eingeholt. Okay, sie haben heute ein besseres Spiel gemacht als wir. هم لا هم خدوا مننا بطولة ولا حتى قربوا مننا في النقاط. احتفلوا النهاردة واعتبروه مكسب ولعبوا أحسن مننا النهاردة طبعا. تمام هم فرحانين بده كويس. Es hat keine Mannschaft so viele Spiele bestritten wie wir in dieser Saison. مفيش فرقة في مصر ولا يمكن في القارة كلها لعبت عدد ماتشات زي اللي الأهلي لعبها. Das ist auch normal, dass ich irgendwann müde bin, dass ich irgendwann müde bin im Kopf, dass ich müde Beine habe und dass ich einfach nur noch in Urlaub möchte. Dass ich einfach Fußball ist hier, die ist nicht mehr klar und ich habe keine Freude mehr und dann muss ich in Urlaub gehen. وطبيعي جدا بعد كل عدد الماتشات اللي كلها شدتها عالية دي ان انا كلاعب اوصل لمرحلة ان انا مش قادر مش قادر مش قادر بدنيا مش قادر ذهنيا مش قادر مش قادر ابص حتى على الكوره مش قادر اشوفها دماغي ما بقتش صافيه مش ذهني مش صافي خلاص مش قادر رجلي مش قادره تشيلني من كتر التعب والارهاق اللي انا فيه بس جسمي بيصرخ بيقول عايز اجازه عايز اجازه ومحدش رحمني وعايز يديها لي ده اللي الحاله اللي احنا فيها دلوقتي Wir können nicht nur immer verlangen von den Spielern, sondern wir müssen auch Verständnis haben und wissen auch, okay, ja, jetzt ist die Flasche voll, jetzt geht nichts mehr rein, okay, ja, und jetzt müssen wir Dampf rauslassen. Also wir die brauchen absolut ja, Ferien, Urlaub und das muss zwingend notwendig sein. Und مش ممكن ان انا هفضل دايس على اللعيبه على طول ونفضل طول عمرنا نيجي على اللعيبه. Das muss der Verband verstehen, das müssen alle anderen verstehen und wir müssen das durchbringen. ولازم ان انا اتعامل مع اللعيبه دي انها بني ادمين من لحم ودم عندهم قدرات وما خلاص وصلوا لمرحله ان هم بيتحرقوا خلاص مش هيقدر يدي اكتر من كده وده متوقع جدا بعدد الماتشات دي وللاسف مفيش حد في المنظومه كلها قادر يفهم ده قادر يفهم ان هم بني ادمين وان انا ما اقدرش ادوس عليهم اكتر من كده وان هم وصلوا لمرحله خلاص لازم اتحاد الكوره وكل المسؤولين عن الكوره في مصر وفي المنطقه يفهموا ان اللعيبه دي محتاجين اجازات والا هنخسرهم لمدى طويل جدا لازم تفكروا في اللعيبه دي انها بني ادمين محتاجه راحه Und das Zweite habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen jetzt so. Wir werden das anschauen. Ich weiß nicht, ob der gegnerische Spieler irgendwie was gemacht hat oder was gesagt hat. Wenn das aber so ist, dass nur unser Spieler schuld ist, okay, dann werden wir das sicher anschauen und werden das auch nicht akzeptieren. بالنسبة للنص السؤال الثاني على حسين، أنا ما شفتش الواقعة خالص ولا حد في الجهاز بتاعنا شافها، فبالتالي هنشوفها بالراحة كده ونشوف هل هو اللي فعلا عمل حاجه؟ هل المنافس استفزه؟ وخصوصا الاستفزازات كانت جامده جدا النهارده. هنشوف ولو هو فعلا اخطا والموضوع من ناحيه لعيبنا احنا بس فبالتاكيد حابين رد فعل ان احنا ما نقبلش حاجه زي كده. اسلام محمد طبعا في البدايه ببارك لحضرتك على بطوله انا فان جراتولي جدا في دي مايسترشافت وانت هارد لاك في هذا الشبيل هويتر. ما كانش بيشارك مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. هل حضرتك اتعمدت انك تنزلهم النهارده وان هم يشاركوا عشان تقف اذا كانوا هم هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي ولا لا؟ وعايز بس اسال حضرتك سبب تراجع اداء محمد الشناوي، هل بسبب العروض اللي احنا سامعينها الفتره اللي فاتت ان في اكثر من عرض سواء من النصر السعودي او من الانديه الاخرى؟ وشكرا.
Heute haben dann ein paar Spieler gespielt, die früher nicht regelmäßig gespielt haben und wenig Minuten gespielt haben. Haben Sie das absichtlich heute gemacht, damit Sie anschauen, ob diese Spieler weiterbleiben können oder bei uns nächste Saison bleiben sind oder nicht? Das ist die erste Frage. Und die Leistung zu beurteilen. Und die zweite Frage über Shenawy, warum Shenawy dann heute so schlecht aussah, dann hat es damit zu tun, dass er nicht konzentriert ist wegen die Angebote, die er bekommt dann vom Ausland, wie zum Beispiel von Nasser. Und deshalb ist er unkonzentriert heute. Die erste Frage, dass viele neue Spieler oder Spieler, die nicht gespielt haben, dass sie es beurteilen wollen für nächste Saison. Also auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollte ich Sie auch sehen, dass Sie gegen einen starken Gegner, wie Sie sich da bewegen und wie Sie sich eventuell durchsetzen können oder nicht. Und das ist ja dann wichtig, gegen so einen Gegner Sie spielen zu lassen. Und eben auch, weil es ging, in dem Sinne ging es um nichts mehr. Wir sind schon Meister und das war eine gute Möglichkeit, um auch mehr Informationen zu bekommen. السبب طبعا أساسي إن أنا كنت عايز أشوف لعيبة معينة في ماتش عالي، يعني قدام فرقة كبيرة أو فرقة صعبة، وأشوف تحركاتهم، تصرفهم بالكورة ومن غير كورة في ماتش في المستوى ده، وخصوصاً الماتش كان بالنسبة لي تحصيل حاصل، فاعتبرته ماتش تجربة لبعض اللعيبة، لبعض الحركات في الملعب، وأقدر إن أنا أقيم تقييم مظبوط قدام منافس قوي، فأقدر أحدد فعلاً اللعيب ده مستواه إيه بالنسبة للمستويات القوية ومستويات العالية. Ich habe noch keinen Spieler fragen können, ob das jetzt ist, weil er in Vertragsverhandlungen ist oder weil irgendetwas anderes privat ist oder weil er müde ist. Ja, das Spiel ist zu Ende. Ich bin da draußen, haben wir uns noch besprochen. Und das ist dann die nächsten Tage, die wir das besprechen müssen. Ich habe nicht gedacht, بسبب ان في تجديد او عروض او بيفكر عنده مشكله شخصيه ما دخلتش لسه في الحته دي ان انا اشوف السبب النهارده ايه لكن كنت واقف مع الجهاز بتاعي واتكلمنا في حاجات تانية لكن ممكن احنا اليوم الجاي نشوف الاسباب يعني